Hallo und herzlich willkommen zu Nadines Welt, Tiere und Meerwasseraquarium. Heute sind wir nochmal bei den Igeln bei uns im Garten. Jetzt haben wir endlich mal eine Aufnahme von dem Igel in Farbe. Ja, unsere Kamera geht ja sonst auf Nachtsicht und dann sind die Bilder leider immer schwarz-weiß. Es ist aber auch sehr ungewöhnlich, dass Igel im Hellen draußen rumlaufen. Das ist wohl nur dieses Jahr so extrem oft der Fall, weil die Tiere diesen extrem trockenen Sommer hatten und zu wenig Nahrung gefunden haben, vermute ich mal ganz stark. Hier kommt auch schon das kleine Babyigelchen aus der Hecke. Sein Geschwisterchen folgt auch gleich hier. Und ganz links der Napf, das ist der Wassernapf. Ihr seht, die gehen da auch immer fleißig wieder trinken. Falls ihr auch Igel füttert, würde ich mich freuen, wenn ihr mir unten in die Kommentare schreibt, was ihr dafür nehmt. Wir kaufen jetzt hier im Moment ein Igel-Spezialfutter vom Tierbedarf und das wird auch sehr gut angenommen. Das ist sehr fein von der Konsistenz und hat auch diese getrockneten Mehlwürmer drin. Ich hatte mehrfach gelesen, dass man auch Rührei oder gekochtes Ei anbieten kann. Beides haben wir versucht, beides wollten die Igel bei uns im Garten nicht fressen. Also wenn ihr da wirklich Erfahrungen habt und mitteilen könnt, was den Tieren gut tut und was man noch selber verfüttern kann, ohne es jetzt als Fertigmischung zu kaufen, dann ruhig her damit, ab unten in die Kommentare. Ja, ich glaube, das sind schon ganz schöne Flohtaxis hier, die Igel. Die sind sich permanent am Kratzen. Hier ist unser Speedy wieder unterwegs. Ich muss sagen, es bleibt wohl bei dieser einen Spitzmaus. Oder es kommt immer eine andere und ich denke, es ist immer nur eine. Ich hoffe, die Aufnahmen von dem Baby-Igel langweilen euch nicht. Aber ich finde das so süß, wie die rumtapsen, so wackelig auf ihrem Pfötchen sind. Und Nacktschnecken, soweit ich sehen konnte, jetzt ist ja wieder eine im Bild. Egal, ob ein großer Igel oder ein kleiner, also solange da Futter steht zumindest, gehen die da mal nicht ran. Ich weiß nicht, ob sie die sonst fressen. Gehäuseschnecken sicherlich, aber die Nacktschnecken, ich glaube, die stehen auch nicht so auf ihrer Speisekarte. Einmal Stereo kratzen und weiter geht's. Das dürfte jetzt die Igelmama sein. Die bringt schon mal hier drei von den Kleinen mit. Oh, unsere Maya hat da wohl irgendwas gehört und die riecht natürlich da auch was, geht da aber nicht dran. Und jetzt guckt sie wirklich prompt in die Kamera, als wenn sie wüsste, dass sie gefilmt wird. Die Igelmama bringt wieder die Kleinen, damit die auch noch ein bisschen Winterspeck auf die Rippen bekommen. Wir haben leider unseren Wasserschlauch da so ungünstig im Bild liegen lassen. Sorry dafür. Jetzt wird noch ein bisschen geboxt und geschubst und gespielt.
Ja, sieht so ein bisschen aus wie an einer Igeltankstelle. Rechts gibt's Futter, links gibt's Trinken. Bleibt halt leider nicht immer so gesittet. Es gibt ja immer wieder Schubsereien und Boxereien. Wir haben uns schon was überlegt für den nächsten Herbst. Da werden wir dann entsprechend eine größere Bank nehmen und die Näpfe darunter platzieren, damit der Abstand einfach größer wird und die Tiere stressfreier ihre Mahlzeit zu sich nehmen können. Ja, früh übt sich. Die Kleinen sind auch schon mal fleißig am Testen. Spielerisches Gerangel. Und ja, dann können die sich im nächsten Frühjahr ja gut behaupten. Und wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte, beziehungsweise links im Bild seht ihr jetzt, da kommt sogar der vierte kleine Babyigel nochmal ins Bild. Die kleinen Babyigelchen können auf jeden Fall noch etwas Winterspeck auf den Rippen gebrauchen. Die Aufnahmen sind jetzt von Anfang September, inzwischen ist Anfang Oktober. Sie sind schon etwas kräftiger geworden die letzten 4 Wochen, das muss man sagen, das sieht man deutlich. Wir hoffen, sie kommen alle gut über den Winter und ja, freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns ein Like da lasst oder einen Kommentar. Ein Abo dürft ihr natürlich auch gerne abgeben, wenn ihr möchtet. Und bis zum nächsten Mal, eure Nadine.